Servus YouTube und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind wieder am Start in der nächsten Episode. Heute geht es gegen den FC Augsburg und gegen den VfB Stuttgart. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mir extrem drüber freuen. Euch gefällt dieser Karrieremodus extrem gut. Das freut mich sehr, denn mir macht er auch richtig Spaß. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch, wenn die Resonanz entsprechend gut ist. Weitere Unterstützung möglich in der Videobeschreibung. Muss ich nicht näher drauf eingehen. Wir gucken mal so, was ja unser Scout uns so gebracht hat. Unter anderem haben wir dann Matej Vydra, den Stürmer von Reading. Allerdings ist der Tscheche ja in der zweiten Liga nur aktiv und dementsprechend nicht so interessant für uns. Wir haben ja sowieso eher ein Stürmerproblem, dass wir zu viele haben mit Arthur Soberg, mit Charlison Benchop, mit Mevlüt Erdinç und mit Jerim Bakogu. Von daher müssen wir da eventuell nicht nachrüsten, sondern sollten eher mal ausmisten. Aber ob das Ganze so passieren wird, werden wir erst in der Winterpause sehen und bis dahin ist es noch ein bisschen. Deswegen gucken wir jetzt natürlich unter anderem nach Torhütern, denn wir haben momentan zwar den Kollegen Paul Nardi und natürlich unseren Stammtorhüter, unseren Samuel Radlinger. Allerdings sind die beiden natürlich ein bisschen suboptimal, denn sie sind beide nicht das, was man normalerweise in unserer Tabellenregion haben sollte. Trotzdem funktioniert es ja momentan ganz gut und da Radlinger ja sowieso geglitscht ist wahrscheinlich, auch in diesem Karrieremodus, dürfte das alles ganz gut funktionieren. So, wir gucken weiter, Abel Hernandez und so weiter und so fort sind nicht sonderlich interessant. Fraser Forster wäre auch noch ein Kandidat für uns, aber damit können wir uns jetzt sowieso nicht beschäftigen, denn wir sind ja erst Ende September, glaube ich, oder sind wir? Nee, wir sind Ende September oder Anfang Oktober. Und dementsprechend stehen jetzt die nächsten Ligaspiele an und dann eine Länderspielpause. Und darin sollten wir im Idealfall relativ fit gehen. Und deswegen müssen wir natürlich ein bisschen rotieren hier, beziehungsweise unseren Kader so ein bisschen anders aufstellen. Aber das haben wir jetzt gemacht. Jetzt gehen wir ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Der FC Augsburg, die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison, empfing Hannover 96, die Überraschungsmannschaft der aktuellen Saison. Es läuft richtig, richtig gut bei den Roten momentan. Schwimmen sie auf einer Erfolgswelle, unter anderem gegen den BVB gewonnen und heute wollten sie das auswärts natürlich genauso fortsetzen bei den Bayern, die ja in der Europa League momentan aktiv sind und nur auf Tabellenplatz 14 stehen. Die Doppelbelastung nicht so gut für die Mannschaft von Markus Weinzierl. Hannover momentan Tabellenzehnter und richtig gut drauf, wie bereits angesprochen. Dementsprechend sollte das heute genauso weitergehen. 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen. Heute sollten es im Idealfall 9 werden und das mit der stärksten Elf. Bei Augsburg im Tor Alexander Manninger. Marvin Hitz momentan nicht der Stammtorwart, sondern der Österreicher hatte sich wieder gegen den Schweizer durchgesetzt und genauso wie auf der anderen Seite stand hier also ein Landsmann von Samuel Radlinger im Kasten. Wir schauen uns die Aufstellung an. Verhaag davor zusammen mit Hong Jong-ho, Ragnar Klavan und Philipp Max, dem Neuzugang vom FC Karlsruhe. Dann Daniel Bayer und Vollner auf der 6 und vorne Yacholku, Halil Altintop und die einzige Sturmspitze natürlich Raul Bobadilla. Bei Hannover auf der anderen Seite keine großen Überraschungen in der Startelf im Tor. Wie gesagt, Samuel Radlinger. Davor Oliver Sorg, André Hoffmann, Marcelo und Mikko Albornoz. Auf der 6 erneut Ivar Fossum, der norwegische Neuzugang mit Salif Sané. Links im Mittelfeld Leroy Föhr nach seinem Siegtreffer gegen Dortmund. Hiroshi Kiyotake und Uwe Bech vervollständigen das Mittelfeld in der Sturmspitze. Natürlich wieder der nigerianische Neuzugang von Kapi aus der Serie A, Jerry Mbakogo. Wir springen rein in die Partie und die erste Szene gab es auf Seiten von Hannover 96. Die waren in der Anfangsphase das aktivere Team, aber mussten sich direkt mal dem ersten Angriff gegenüber sehen. Das ist Paul Verhaag, der niederländische Kapitän. Der Augsburger setzt sich gut durch gegen Salif Sané, versucht mal mit dem linken Fuß, aber verzieht doch deutlich. Da muss Radlinger nicht eingreifen. Der Kapitän ist ja mit einer sehr soliden Saison. Hier zeigt er auch seine Offensivqualität und es ging genauso weiter in die Richtung von Hannover 96. Das ist Alexander S. war ein rechter Mittelfeldspieler. Die Flanke in die Mitte. Erstmal abgewehrt. Ivar Fossum nochmal auf Salif Sané und der Konter eingeleitet über Hiroshi Kiyotake. Der macht das da erstmal gut, spielt den Ball wieder auf Ivar Fossum, aber wir sehen, es rücken wenige Leute nach, er hat keine Anspielstation und letztendlich verliert er dann den Ball gegen den Ersten, gegen Ragnar Klavan und die Situation ist vorbei. Nach knapp 40 Minuten, es passierte also insgesamt überhaupt nichts in dieser Partie. Es war eine sehr langweilige erste Halbzeit, die zweite Halbzeit sollte besser werden. Das ist Hiroshi Kiyotake, der den Ball verliert gegen die Augsburger Defensive. Dann der Fehler von Manninger und Fossum versucht es direkt, aber sein Schuss mit links doch deutlich am Tor vorbei. Der Volley war mit viel zu viel Kraft und viel zu wenig Präzision. Aber das war so der Auftakt für Hannover 96 in der Offensive. Das ist ja richtig, Albert Rusnak, mittlerweile eingewechselt, der slowakische Neuzugang. Allgemein ja nur Neuzugänge bei Hannover 96 in der Offensive zu finden, allerdings verzieht auch er hier einigermaßen deutlich. Trotzdem machten sie jetzt weiter, wieder Ivar Fossum und wieder aus der Distanz, ziehen wir mit rechts, aber auch der Schuss deutlich am Tor von Manninger vorbei. Es passierte einfach nicht viel, wir springen in die 87. Minute, nochmal eine Chance für den FC Augsburg, Kajubi mit der Flanke, aber das war die gefährlichste Situation im zweiten Durchgang für die Augsburger, die absolut nichts nach vorne auf die Kette brachten. 90. Minute, letzte Chance für Hannover, nochmal ein Ball von Salif Sané, aber der kommt nicht bei Alain Saint-Maximin. Das war's dann. 0:0 trennen sich der Euroleague-Aspirant, der Euroleague-Teilnehmer und die Überraschungsmannschaft. 7 Punkte aus 3 Spielen für Hannover.
Bei Augsburg sieht es schlechter aus. Momentan läuft das nicht für Markus Weinzierl und sein Team. Für Hannover immerhin ein Punkt in Augsburg. War nicht erwartet, ist aber gut. Nächstes Spiel muss wieder deutlich besser werden für die Männer von MGT. Wir sehen, wie es da gegen Stuttgart einen weiteren Abschiedskandidaten laufen wird. Ja, Freunde, eine sehr enttäuschende Partie. Wir hätten da definitiv gewinnen können, hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Gerade in der Offensive waren wir viel zu schwach. Allerdings hatten wir ja das Glück, dass Augsburg genauso schwach war. Und von daher war das Ganze nicht so schlimm. Wir trainieren unser Team mal wieder. Die gewohnten Kandidaten Saar-Maximin, Rusnak, Uffelbech. Natürlich nicht Leroy Föhr, denn der ist ja gerade erst aufgestiegen. Dementsprechend würde es sich nicht lohnen, sondern ja, Paul Nardi, unseren neuen Torwart, der wird ein bisschen gepusht. Nein, Samuel Radlinger. Okay, alles klar, habe ich mich doch nicht geirrt. Es ist der Österreicher, den wir trainieren, weil der natürlich momentan im Kasten steht. Es sieht einigermaßen in Ordnung aus, abgesehen von natürlich Samuel Radlinger, CCC, B und das eine D, aber damit können wir auf jeden Fall leben. Wir spielen unter der Woche am Mittwoch bereits gegen den VfB, das heißt, wir haben wenig Pause, aber das ist der Vorteil an dem breiten Kader. Wir haben natürlich sehr viele Spieler, die im Notfall einspringen können, gucken trotzdem auch mal ja, auf die Scout-Berichte, die wir da so haben. Alessio Romagnoli war da einer der Neuzugänge, die potenziell in der Verlosung waren, aber für den interessieren wir uns nicht so sehr, genauso wenig wie Lars Unnerstall, allerdings lassen wir den zumindest trotzdem mal auf der Liste, denn vielleicht ist er ja auch geglitscht und kann uns irgendwie weiterhelfen. Wir wechseln ordentlich durch, wie ich gerade angesprochen habe. Wir müssen ein bisschen rotieren, denn die letzten Wochen waren schon kräftezehrend und jetzt momentan wird es natürlich noch kräftezehrender mit der englischen Woche. Unter anderem rückt auch Tim Diersen in den Kader. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen würde. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß gegen den anderen Abstiegskandidaten. Ja, Hannover gegen Stuttgart in der HDI Arena. Viel Spaß. Die Schwaben zu Gast in der Aldi Arena, englische Woche in der Bundesliga und das natürlich gerade für die Auswärtsfans eine richtige Tour, ein Riesenritt vom Schwabenland in die niedersächsische Hauptstadt nach Hannover. Alles andere als schön, aber trotzdem waren viele Stuttgarter mitgereist und wollten ihr Team unterstützen gegen die formstarken Hannoveraner und das Publikum auch formstark. Die machten eine richtig schöne Choreografie. Momentan, ja, 2 Punkte Vorsprung für die Hannoveraner vor den Stuttgartern. 4 Tabellenplätze trennen diese beiden Teams und bei Hannover konnte man weitestgehend auf das Stammpersonal zurückgreifen. Natürlich, englische Woche, ein paar Spieler wurden geschont, aber genauso sah es auch auf der anderen Seite aus. Und große Ausfälle, beziehungsweise schmerzhafte Ausfälle, hatte man nicht zu verkraften. André Hoffmann stand erneut in der Startelf zusammen mit Marcelo, der ja im Sommer erst von seinem Kreuzbandriss genesene Innenverteidiger, momentan sehr gut drauf und dementsprechend weiter in der Startelf. Radlinger im Kasten davor, Sorg, Hoffmann, Marcelo und Albonos, die Defensive unverhindert zum 0:0 in Augsburg. Ivar Fossum und Föhr auf der Doppel-6, Karaman, Rusnak, Saar-Maximin und Jerry Mbakogu in der Offensive. Richtig, Salif Sané saß nur auf der Bank der Senegalese, nicht von Anfang an dabei. Dafür spielte erneut Leroy Föhr, diesmal auf der 6 und nicht im linken Mittelfeld. Bei Stuttgart, Premislav Tüton, ein Neuzugang von Elche davor, Florian Klein, Georg Niedermeyer, Timo Baumgartl und ein weiterer spanischer Neuzugang, Emiliano Insua von Rayo Vallecano gekommen. Gendner, Serrey, Diel, Kruse, Rupp auf der linken Seite, Timo Werner und vorne, ja, Martin Harnik komplettierten die Aufstellung des VfB Stuttgart. Wir springen rein in die Partie und das sah für den Anfang gar nicht mal so schlecht auf beiden Seiten, ein energischer Auftakt. Hannover hatte die erste Gelegenheit und zwar über Albert Rusnak. Neuzugang von Groningen und der versucht sie einfach mal aus der Distanz. Knapp 20 Meter war gar nicht mal so weit daneben, aber Tüton muss nicht eingreifen. Hannover also mit einem engagierten Start wollten es besser machen als gegen Augsburg, vernachlässigten aber dann die Defensive. Serrey Diel mit dem einfachen Pass in die Spitze und da ist Rupp und macht das 1:0. 6 Minuten gespielt und Radlinger muss das erste Mal hinter sich greifen. Ganz, ganz schwach verteidigt von Hoffmann und Marcelo. Die Innenverteidiger ließen den Neuzugang vom SC Paderborn einfach ziehen und der hat keine Probleme, diesen abzuschließen. Vorbei an Samuel Radlinger, der da absolut nichts machen kann. Der Ivora, Serrey Diel mit einem klasse Pass, genau in die Schnittstelle, genau im richtigen Moment. Und dann ist das natürlich alles andere als schwierig, selbst für einen Zehner diesen Ball reinzumachen. Stuttgart war jetzt das überlegene Team. Hannover war ein bisschen geschockt, kam nicht wirklich hinten raus. Das ist Harnik, allerdings verzieht er doch deutlich über den Kasten von Radlinger, wäre aber ohnehin im Abseits gewesen. Von Hannover kam nicht viel, sie versuchten aber zurückzukommen. Alain Saar-Maximin mit der Balleroberung auf Leroy Föhr. Das ist richtig gut, das spielen die super aus und der Ball auf den Bakogo, genau im richtigen Moment von Rosenack getimt und der Nigerianer macht das als 1:1. 33. Minute, der Ausgleichstreffer für Hannover 96, das war wunderbar gespielt. Perfekter Konterfußball der Hannoveraner und im Endeffekt macht Mbakogu das, wofür er geholt wurde. Er trifft das Tor Tüton chancenlos und dementsprechend 1:1. Kurz vor der Halbzeit nochmal eine Chance für die Hannoveraner, der Ball in die Mitte gespielt zu Oliver Sorg und der versucht aus Spitzenwinkel, aber Tüton ist da in der kurzen Ecke und lenkt den Ball über die Latte. Es gibt einen Eckball ausgeführt von Albert Rosenack und der kommt auf den Kopf von André Hoffmann. Allerdings
ist das Ganze nicht so gefährlich. Nochmal die Flanke in die Mitte, aber dann geklärt. Und Fossum aus der Defensive. Der Schuss wird geblockt. Wir springen in die zweite Halbzeit. Martin Harnik ging raus. Daniel Ginczek kam rein. Der ehemalige Nürnberger, oft verletzt, aber an sich ein sehr gefährlicher Stürmer. Jedoch war er zunächst mal in der Offensive überhaupt nicht gefragt, denn Hannover, ja, hatte das richtig gut gemacht. In der Halbzeit gut eingestellt und verteidigte jetzt hinten besser. Das war noch gar nicht so gut. Das war diesmal Robbie Cruz. Allerdings war Ginczek da, wie gesagt, nicht beteiligt. Und allgemein bekam der keine Bälle in der zweiten Halbzeit. Hannover spielte nämlich jetzt alleine nach vorne, versuchte irgendwie vor den Kasten der Stuttgarter zu bekommen. Und die, ja, mussten hier klären mit Serré Dié auf Kosten eines Eckballs, reingebracht wieder von Albert Rusnak. Und da steht wieder André Hoffmann, aber diesmal ist er erfolgreich. 2:1, Hannover führt erstmals in der Partie und das war wieder ganz, ganz schwach verteidigt von den Stuttgartern. Das 1:0 war der gute Pass von Rosenack, diesmal ist es die gute Flanke nach dem Eckball und Hoffmann, gerade noch erwähnt vor der Partie, der Innenverteidiger momentan formstark, ja, präsentiert sich auch formstark und köpft diesen Ball ein. Das war wirklich schwach verteidigt, allerdings natürlich auch gut gemacht von Hoffmann. Andere Seite, Stuttgart versuchte zurückzukommen, allerdings verteidigt Hannover jetzt wunderbar Fossum und Marcelo im Zusammenspiel die Kontergelegenheit. Allerdings wurde daraus nichts. Dann da gab es einen Wechsel. Charles Bencher und Tim Diersen kamen in die Partie für Albert Rusnak und Jerry Mbakogu. Die beiden Matchwinner bisher in dieser Partie. Mbakogu der Ausgleichsschütze und Rusnak mit 2 Vorlagen. Wir springen direkt danach in die Szene. 79. Minute, Eckball. Mikko Albornoz könnte den in die Mitte bringen, spielt den aber kurz. Und zwar auf den gerade erwähnten Tim Diersen. Der, ja, spielt den Ball in die Mitte. Und da steht Leroy Föhr, aber der kommt nicht ran. Die Flanke verhindert von Tüton. Er blieb kurz liegen, musste behandelt werden. War aber egal, er konnte weitermachen. Das ist die erleichternde Nachricht. Stuttgart warf alles nach vorne und in der 90. gab es diesen Ballverlust und der Ball kommt zu Charlie Benchop. Der legt einen weiter auf Tim Diersen, gerade erst eingewechselt und was macht der für ein Tor? 92. Minute, die endgültige Entscheidung in der ADI Arena und das durch Tim Diersen, der Jugendspieler von Hannover 96, erstmals überhaupt in dieser Saison, ja, erfolgreich mit einem Tor und das war richtig schön gemacht. Benchop ebenfalls eingewechselt, legt den Ball weiter auf den jungen Hannoveraner und der weiß ganz genau, dass Tüter einen Zentimeter zu weit vor seinem Kasten steht und überlobt ihn mit einem wunderbaren Distanzschuss genau unter die Latte. Da kann kein Keeper der Welt was machen und dementsprechend gewinnt Hannover 96 im Endeffekt auch verdient mit 3:1. Von Stuttgart kam gerade in der zweiten Halbzeit zu wenig und die Defensive um Hoffmann und Marcelo stand wieder genauso stark wie gegen den FC Augsburg. Der eine Fehler in der ersten Halbzeit war also nicht genug für den Gegner. Sie wurden nicht endgültig bestraft und dementsprechend Hannover mit den nächsten 3 Punkten. Das macht jetzt 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen. Er sieht richtig gut aus bei den Niedersachsen. MGT scheint seine Mannschaft gefunden zu haben, seine Mannschaft erreicht zu haben und dementsprechend gewinnt Hannover gegen den VfL Stuttgart mit 3:1 und setzt sich somit ab. Was war das für ein Tor von Tim Diersen? Ich hätte ja vieles erwartet, aber nicht, dass er so reinfliegt. Also es war schon so gedacht, ne, ist keine Frage, aber dass es wirklich funktioniert. Ich meine, der Junge hat ein 62er-Rating, normalerweise fliegt der Ball da irgendwo ins Niemandsland, aber hier war da schon alles andere als schlecht. So, als nächstes spielen wir gegen den VfB Wolfsburg und zwar auswärts, das heißt in der VW-Arena und ihr wisst Bescheid, normalerweise ist das ein Pflaster für Hannover, in dem wir in den letzten Jahren immer ganz gut aussahen. Zuletzt gab es da ein 3:1 mit Leo Bittencourt als Doppeltorschütze, dann letzte Saison ein 2:2 dank Salif Sanés Fallrückzieher-Tor und diese Saison, die ja jetzt, wie wir hier gerade spielen, in dem Spiel, was in der Realität stattgefunden hat, gab es auch ein 1:1 durch ein wunderschönes Tor von Hiroshi Kiyotake. Das heißt, das Spiel ist eigentlich prädestiniert für richtig schöne Tore. Hoffen wir mal, dass das Ganze funktioniert. Wir haben erstmal wieder Scout-Berichte, die sind nicht so interessant. Dementsprechend ignorieren wir die gepflegt und kümmern uns gleich um die Aufstellung, denn wir spielen natürlich am Samstag schon wieder. Das heißt, die englische Woche hat deutlich mehr Kräfte gezehrt. Ist ja auch logisch. Albornoz wird unter anderem nicht spielen. Da kommt Edgar Pripp wieder zu seinem Einsatz. Allerdings, mit schlechter Form. Mal sehen, wie das so funktionieren wird. Ich bin gespannt. Des Weiteren werden wir auch auf Albert Rusnak, auf Mbakogu verzichten. Dafür kommt Charlie Benchop in die Partie. Richtig, Rusnak. Bleibt Rusnak drin. Anscheinend bleibt Rusnak drin und zwar Maximin geht raus, dafür Kiyotake rein, auf W6 rückt Salif Sané anscheinend zurück in den Kader, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, Salif Sané, doch, Tim Diersen geht auf die 8, genau nach seinem Tor, darf der endlich mal wieder spielen, von Anfang an, das ist, denke ich mal, ganz gut für ihn. Maya Yoshida bleibt weiterhin auf der Bank, Arthur Sobe kommt auf die Bank und zwar für Iva Fossum, das heißt, der Pole kriegt auch mal wieder seine Gelegenheit, sich zu präsentieren. Andreasen bleibt auch drauf, Mike Steven Behre ebenfalls und Yoshida. Yoshida kommt anscheinend rein für Oliver Sorg, spielt Rechtsverteidiger. Alles klar, kann man mal ausprobieren. Ich bin gespannt, wie es laufen würde. Ich wünsche euch viel Spaß. Im besten Fall 13 Punkte aus 5 Spielen. Bis gleich.
Die letzten Bewegungen in der Volkswagen Arena liefen gut für Hannover 96. 4 Punkte aus den letzten beiden Partien gegen den deutschen Vizemeister und heute wollten sie diese gute Serie weiter fortsetzen. Momentan 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen. Das Ganze sollte erweitert werden auf 13 Punkte aus den letzten 5 Spielen und das natürlich auch gegen eine beeindruckende Wolfsburger Kulisse. Das Stadion war ausverkauft und die Fans machten zur Abwechslung mal richtig gute Stimmung. War nicht gut in die Saison gekommen, nur 6 Punkte aus den ersten 6 Spielen. Heute sollte sich das Ganze ändern. Der sehr teure Kader hatte bisher nicht performt. Allerdings war er heute dafür eigentlich aufgestellt, das zu tun. Wir sehen ja gerade Neuzugänge und auf die schauen wir natürlich auch direkt mal. Der Spieler im Fokus, Max Kruse, bisher 7 Einsätze in dieser Saison, auch in der Euroleague und DFB-Pokal und bisher erst 1 Tor. Der Neuzugang von Gladbach noch nicht richtig angekommen in der niedersächsischen VW-Stadt. Das Ganze sollte sich aber, wie gesagt, heute im Idealfall gegen die niedersächsische Landeshauptstadt zum Besseren ändern. Wir gucken auf die Aufstellung im Tor. Diego Benaglio, davor Sebastian Jung, Naldo, Neuzugang Dante und Ricardo Rodriguez, Joshua Gilavogi zusammen mit Luis Gustavo auf der Doppel-6. Wierinja, Julian Draxler, André Schürrle und Max Kruse in der Offensive. Wierinja nicht als Rechtsverteidiger aufgeboten, er spielte wieder weiter vorgezogen und das eventuell ein Vorteil für Hannover, denn Jung momentan nicht so formstark und über die rechte Seite konnte einer kommen mit Uwe Becht, der richtig gut drauf war. Radlinger im Kasten, davor Yoshida, Hoffmann, Marcelo, Edgar Pripp auf der Linksverteidigerposition, Tim Diersen auf der 8, Salif Sané auf der 6, zurückgekehrt in die Mannschaft, Hiroshi Kiyotaka, Albert Snack, Uwe Becht und Charlie Benchop in der Startaufstellung. Mbakogo hatte zwar zuletzt getroffen, allerdings sollte Niederländer trotzdem seine Chance bekommen. Natürlich im Fokus gerade Salif Sané, letzte Saison mit diesem wunderbaren Fallrückzieher-Tor, auch das Tor des Monats Mai. Heute wollte er beweisen, dass Wolfsburg ihm wirklich richtig gut liegt, aber die Wolfsburg hat den besseren Start. Luis Gustavo versucht sie einfach mal nach ein paar Minuten, 7 waren da rum, scheitert aber am stark reagierenden Samuel Radlinger. Die anschließende Ecke in die Mitte gebracht von Max Kruse und die kommt gar nicht mal so schlecht auf den Kopf von Naldo. Erstmal abgewehrt und Draxler verzieht dann aber doch deutlich. Es war nicht Draxler, es war Kruse, tut mir leid. Der verzieht ja eindeutig über den Kasten. Hannover versucht nach 13 Minuten erstmal nach vorne zu kommen. Das ist Charlie Benchop, der Niederländer, wie gesagt, in der Startelf für Jerry Mbakogo, setzt sich außen irgendwie durch, spielt immer den Rückraum und da ist Edgar Pripp abgefälscht erstmal der Schuss, aber bleibt auch in den hannoveranischen Reihen, nochmal auf Salif Sané und der versucht, aber verzieht noch, der Senegalese näherte sich also seinem nächsten Tor gegen die Wolfsburger an, auf der anderen Seite näherte sich Wolfsburg ebenfalls im Torerfolg an, das ist Julian Raxland, Neuzugang vom FC Schalke 04, der versucht, aber gut abgeblockt von André Hoffmann, der sich da in den Schuss reinwirft, die anschließende Ecke, kurz rausgespielt, Vierinha ist es mit dem Ball auf Julian Raxler und der noch kriegt den Ball nochmal von Naldo zurück auf Gilavogi und eine wunderbare Parade von Samuel Radlinger verhindert das 0:1 aus Hannoveraner Sicht. Es blieb also bisher beim 0:0. Wolfsburg war das stärkere Team, hatte die besseren Chancen. Das ist Luis Gustavo. Schönes Zusammenspiel und wieder ist Radlinger da am Österreicher. Geht momentan ganz, ganz wenig vorbei und damit musste auch Wolfsburg ihre Erfahrung machen. Hannover nach Kontern gefährlich, wie beispielsweise hier. Das ist Hiroshi Kiyotake, der Japaner, mittlerweile in Startelf zurückgekehrt. Macht das klasse aus und die Flanke in die Mitte. Salif Sané 1:0, 40. Minute. Der Senegalese, wie angekündigt, sehr erfolgreich gegen die Wolfsburger und das beweist er auch heute wieder. 1,96 Meter groß und im 16er vollkommen ungedeckt. Das wird natürlich bestraft. Kiyotake mit der klasse Flanke setzt sich wunderbar durch gegen den formschwachen Jung, wie angesprochen. Und der Kopfball dann von Sané ist unhaltbar für Diego Benaglio. 1:0 für Hannover. Wolfsburg versuchte zurückzukommen, versuchte das direkt mit Julian Draxler. Allerdings verzieht der zum erneuten Mal. Es sollte einfach nicht sein. Hannover auf der anderen Seite mit Kiyotake. Schöner Freistoß. Aber Benaglio kann den kurz vor der Halbzeit noch zur Ecke klären. Die Ecke ausgeführt, natürlich von Albert Rusnak. Momentan der Standardspezialist bei den Roten auf Hiroshi Kiyotake und der versucht aus der Distanz abgefälscht. Ball kommt nochmal zu Uffe Bech, aber der muss ihn sich auf den Linken legen und da verhindert er so ein bisschen mit, dass der Ball richtig gefährlich wäre, denn die Zeit, die er verloren hat, war einfach zu kostbar. Trotzdem ging es danach in die Halbzeit. 1:0 Auswärtsführung zur Halbzeit für die Hannoveraner. Salif Sané, wie gesagt, wieder erfolgreich, war der beste Mann auf dem Platz. Auf der anderen Seite kam Daniel Caligiuri für André Schürrle zur Halbzeit in die Partie, sollte im zweiten Durchgang nochmal ordentlich Dampf auf der linken Seite machen, aber es war zunächst mal Draxler, der die ganze Sache eröffnete, der Kopfball von Gustavo aber abgewehrt und das Kuddelmuddel im 16er konnte Wolfsburg dann nicht entscheidend ausnutzen. Nochmal Max Kruse verliert den Ball dann aber gegen den starken André Hoffmann. Tim Diersen, von dem hat man noch gar nichts gesehen, war der Regisseur im Mittelfeld. Salif Sané, es gibt 11 Meter, 68. Minute, der Senegalese, also wirklich sehr erfolgreich gegen die Wolfsburger, holt die zweite Riesenchance raus. Das war einfach zu ungestüm von Rodriguez, der Ball wäre wohl vorbeigegangen, aber er rutscht nochmal rein in Salif Sané und somit die Chance für Charlie Benchop, sein erstes Tor zu machen für Hannover und die nutzt da
69. Minute, der Führungstreffer zum 2:0 für Hannover. Die Führung also ausgebaut. Mike Steven Behre, der erste Gratulant, gerade eingewechselt und konnte direkt mit seiner Mannschaft feiern. Der war unhaltbar für Binaio, der wäre wohl auch nicht dran gekommen, wenn er in die richtige Ecke gesprungen wäre. Somit also 2:0 und Hannover war weiterhin das stärkere Team, hatte die besseren Chancen. Das ist Arthur Soberg ebenfalls eingewechselt, verzieht aber deutlich nach 78 Minuten. Und jetzt versteifelte sich so Hannover so ein bisschen darauf zu verteidigen, stellte sich in die Defensive. Dante nach 89 Minuten mal mit einem Versuch der Innenverteidiger mit aufgerückt und der wollte es jetzt richtig wissen. Der war nämlich weiter mit vorne dabei, versucht hier mit rechts mit dem schwachen Fuß, das war deutlich gefährlicher, geht aber ebenfalls am Tor vorbei und das war die letzte Aktion der Partie. Hannover gewinnt also auswärts in Wolfsburg mit 2:0. Aus den letzten 3 Partien bei den niedersächsischen Kollegen holten die Hannoveraner 7 Punkte. Besser kann es eigentlich kaum laufen gegen einen Meisterschaftsaspiranten. Bei Wolfsburg ist man weiter in der Krise. 7 Spiele, 6 Punkte. Da muss einiges passieren. Die Neuzugänge wie Schürrle, wie Draxler und wie Kruse funktionieren einfach noch nicht. Auf der anderen Seite stechen sie richtig. Charlie Bencher wollte erfolgreich. Sané mit dem Tor und der Vorlage. Richtig gute Leistung Senegalesen. Und dementsprechend gewinnt Hannover 96 beim VfL Wolfsburg mit 2:0. Also, ich hätte ja vieles erwartet, aber nicht, dass es so einfach wird. Also, Wolfsburg war teilweise gefährlich, ihr habt es gesehen. Radlinger hat uns wirklich sehr, sehr viel gerettet. Aber trotzdem war das deutlich schwächer, als ich erwartet habe. Ich habe auch Dost vermisst. Normalerweise ist Dost so einer. Ich meine, letzte Saison war es ja so, habe ich ja angesprochen, gegen Hannover hatte seine Siegesserie, beziehungsweise seine, ich weiß gar nicht, was das für eine Serie war, irgendwie 12 Spiele und 14 Tore oder sowas, hat er gegen Hannover eröffnet. Hier heute war er gar nicht am Platz. Also ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber von mir aus gerne. Wir sind jetzt 5. Haben uns in dieser Episode also richtig schön nach vorne gearbeitet mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Kann eigentlich gar nicht viel mehr besser laufen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Die nächste Episode gibt's dann, ich weiß noch nicht, am Donnerstag oder so. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Wir trainieren unsere Mannschaft nochmal zum Abschluss. Und zwar unter anderem auch unseren neuen Jugendspieler, Jesse Mori. Bin gespannt, was aus dem so werden wird. Wir werden es auf jeden Fall irgendwann erfahren. Wann? Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wunderschönen Tag noch. Bis dann. Haut rein und ciao.